ramionami spleceni, ciało blisko ciała, wokół o mnie skupieni. Wszystko się do rana, zasypiam pod prawym z gwiazd. Oparci o siebie niespokojni, niespokojni. O siebie niespokojni, niespokojni. O siebie. Hier vom Klimacamp aus heute gleichzeitig in drei Zentralen verschiedener Parteien gegangen. Zum einen ins Parteibüro der Linken in Cottbus, einmal ins Parteibüro der Linken in Potsdam und ins Parteibüro der SPD. Und haben Forderungen gestellt und gleichzeitig klargestellt, dass es eine Bewegung von unten gibt, die sich auch selbstständig dafür einsetzt und stark macht und organisiert, dass der Klimawandel gestoppt wird oder so weit wie möglich gestoppt werden kann. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, zaraz to całą jest nie ta żywa barykada, za nogi, za ręce, do nysek wleczeni, nie ma kompromisu w obronie matki ziemi. Potem ramionami spleceni, ciało blisko ciała, zaraz to całą jest nie ta żywa barykada, za nogi, za ręce, do nysek wleczeni, nie ma kompromisu w obronie matki ziemi. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, wokół o mnie skupieni. Dyskusje do rana, zasypiamy po krawym z gwiazd. Oparci o siebie niespokojni, niespokojni. O siebie niespokojni, niespokojni. O siebie. Nie ma kompromisu w obronie matki ziemi. CCS-Technologie wird als große Brückentechnologie verkauft. Es wird gesagt, damit verhindern wir, dass jetzt das gesamte CO2 in die Atmosphäre entweicht. Wir stoppen den Klimawandel, wir leisten unseren Teil, um den Klimawandel zu stoppen. Aber genauer betrachtet ist es eine Technologie, die die Braunkohle oder den Kohletagebau an sich ökologisch gestalten soll. Es soll zeigen, ja, es ist eine ökologische Möglichkeit, Energie zu gewinnen. Wenn man sich die Gefahren jedoch anguckt von CCS-Verpressung, dann ist es kaum weniger gefährlich oder auf eine andere Art und Weise gefährlich wie Atomendmülllager. Das heißt, es muss gestoppt werden und es muss dagegen vorgegangen werden. Geografisch heißt es, dass die Erde nicht einfach nur, dass es nicht stabile Sedimente sind, sondern dass es dort auch, dass es dort Risse gibt, dass die Platten in Bewegung sind. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir dort das Gas speichern können auf lange Sicht. Hm. Und wenn es in 10 oder 20 Jahren wieder in die Atmosphäre kommt, dann haben wir nichts gewonnen. Nie ma kompromisu w obronie matki ziemi. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, wokół o mnie zgubieni. Dyskusje do rana, zasypiam po prawym z gwiazd. Oparci o siebie niespokojni, niespokojni. O siebie niespokojni, niespokojni. O siebie. Es wurde sich dafür entschieden, Parteizentralen gleichzeitig zu besetzen, also auch zeitgleich, weil hier in Brandenburg eine rot-rote Regierung gibt und die Linke eigentlich gesagt hat vor der Wahl, dass sie sich gegen CCS einsetzen wird. Und jetzt ist es so ein bisschen auf der Kippe und wir hatten uns vorgenommen, sowohl die SPD als auch die Linke nochmal aufzufordern und mit ihnen zu diskutieren, was uns hier auch gelungen ist in Cottbus, was es bedeutet, diese CCS-Technologie einzuführen und was es bedeutet, Kohletagebau zu erweitern und weiter fortzuführen. Gleichzeitig kann es nicht dabei bleiben, Forderungen an Parteien zu stellen, sondern wir müssen uns selbst organisieren und selber unsere Umwelt retten und uns dafür stark machen, sie zu erhalten. Es war eine ziemlich spannende Diskussion auch.
Vor allem deshalb, da sich herausgestellt hat, dass auch bei den Politikern hier vor Ort viele Fragen offen sind und sie nicht wissen, wie kann das im Konkreten umgesetzt werden. Und wir hatten hier glücklicherweise, oder ich weiß nicht, vielleicht auch nicht glücklicherweise, einen Gegner der CCS-Verpressung sitzen. Das heißt, in diesem Punkt waren wir uns einig. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, zaraz to całą jest nie, ta żywa barykada, za nogi, za ręce, do nysek wleczeni, nie ma kompromisu w obronie matki ziemi. Ich glaube auch oft, dass die Leute wirklich den Eindruck haben, dass über ihre Köpfe hinweg einfach entschieden wird. Sie werden nicht gefragt, was ja auch passiert. Was ständig passiert. Und ich glaube, man muss die Leute wirklich einfach fragen. Also ich merke, ich überlege. Nicht? Also ich finde keine Antwort, weil ich muss über sowas nachdenken. Entgegen dem erklärten Ziel der Partei Die Linke und der Landesregierung, dem Ausbau der erneuerbaren Energien den Vorrang einzuräumen, plant der Energiekonzern Vattenfall den Aufschluss neuer Braunkohletagebaue in der Lausitz und wird dabei auch von der Landesregierung unterstützt. Die Linke muss sich an ihr Wahlversprechen halten und verhindern, dass in Brandenburg neue Tagebaue aufgeschlossen werden. Die Braunkohle im Planverfahren Welzow Süd Teilfeld 2 und Jenswalde Nord müssen eingestellt und ein Auslaufen der Tagebaue ohne weitere Umsiedlung rechtzeitig organisiert werden. Wie verbleiben wir? Also ich würde jetzt 2 Tage wirklich mal drüber schlafen wollen. Ja. Können wir uns, kann ich Sonnabend zu euch rauskommen? Ja. Na klar. Das können Sie gerne. Vor allem auch. Ohne Parteifähnchen. Also wenn Sie Lust haben. Ohne Parteifähnchen gerne. Wir sind auch auf alle Fälle am Samstag nochmal in Cottbus. Genau, wir haben am Samstag eine Demonstration, gerade mit den bedrohten Leuten in Berlin, auch zusammen hier. Wir haben am Sonntag um 12 Uhr und um 13 Uhr ein Vernetzungscafé, wo einfach die verschiedenen Leute, die eben zu dem Thema arbeiten, auch zusammenkommen. Und es sind gerade die Leute von vor Ort, also da kommen Vertreter von Bürgerinitiativen, auch von der polnischen Seite kommen, die sich mit dem Tagebau dort beschäftigen, weil das ja hier auch Kuben und so betrifft. Wenn ich dann Mittag da bin? Ja. Sonntag, Mittag? Also Mittag 12? Um 12, genau. Mhm. Okay, genau. Dann sehen wir uns Sonntag, Mittag um 12. Das ist schön. Super. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, zaraz to całą jest nie, ta żywa barykada, za nogi, za ręce, do nysek wleczeni, nie ma kompromisu w obronie matki ziemi. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, wokół mnie zgubieni, dyskusje do rana, zasypiam pod razem z gwiazd, oparci o siebie niespokojni, niespokojni. O siebie niespokojni, niespokojni, o siebie. In der Umgebung von Cottbus gibt es mehrere Tagebauten, wo Braunkohle gefördert wird und abgebaut wird. Zusätzlich soll in Brandenburg oder wird in Brandenburg eventuell die CCS-Technologie eingeführt werden. Und die Menschen vor Ort haben Angst, sie haben Angst, was sie auch zu Recht haben können bei dieser Technologie. Und wenn die CCS-Technologie kommen wird in Brandenburg, dann ist es sicher, dass die Tagebauten erweitert werden und an neue Braunkohlereserven rangegangen wird. Und das bedeutet im Konkreten, dass mehrere Dörfer wieder abgebaggert werden und Menschen ihr Zuhause verlieren und sich ein komplett neues Leben aufbauen müssen. Und davor haben die Menschen hier in der Umgebung Angst und organisieren sich auch. Also das Klimacamp findet hier mitten zwischen den Tagebauten statt und zwischen den Kraftwerken. Es gibt Verbindungen zu den Bürgerinitiativen direkt vor Ort. Es wurde auch zum Teil von Bürgerinitiativen direkt mitorganisiert. Und ein Klimacamp besteht aus verschiedenen Workshops, wo man sich mit den Thematiken auseinandersetzt und gemeinsam überlegt, wie kann man das umstrukturieren, wie kann die Lösung aussehen und was für konkrete Schritte müssen getan werden. Und ein Schritt sind Aktionen, direkte Aktionen. Und wir haben uns dafür entschieden, hier heute direkt, auch ohne Anklopfen und ohne Fragen, herzukommen und dieses Gespräch einzufordern und auch nicht zu gehen, bevor wir dieses Gespräch nicht bekommen haben. Das ist eine Form von direktem Widerstand. Es wird natürlich, wenn dieses Gesetz
zugelassen wird und gefördert wird und verabschiedet wird, weiteren direkten Widerstand geben, und zwar auch in Form von Blockaden und um Vattenfall direkt zu stoppen. Also das ist eine Aufforderung an andere momentan, an die Partei Die Linke, zu intervenieren. Aber die Menschen selbst sind sich durchaus bewusst, dass sie selbst aktiv werden müssen und es Widerstand geben muss, der selbst organisiert ist, unabhängig von Parteien. Direkte Aktionen sind ein emanzipatorischer Schritt. Man stellt nicht nur Forderungen und gibt die eigene Verantwortung ab, sondern man greift direkt ein. Man ist selbst betroffen, vielleicht auch nicht, und man merkt, also bei Klimawandel ist man direkt betroffen, bei anderen Themen vielleicht weniger. Und man merkt, okay, die Herrschenden, die werden das nicht regeln. Also da stehen immer Wirtschaftsinteressen und Geldinteressen dahinter. Und es ist zu langsam. Es ist zu langsam. Und man selbst hat die Möglichkeit, sich zu organisieren, mit anderen zusammen zu schließen, und direkte Aktionen halten konkrete Schritte auf und zögern sie hinaus. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, wokół łącza skupieni, dyskus się do rana, zasypiam po krawie z gwiazd, oparci o siebie niespokojnie, niespokojnie, o siebie. O siebie niespokojnie, o siebie. Ich glaube, es ist wichtig, dass zum einen ein regionaler Schwerpunkt gesetzt wird, aber auch verschiedene Regionen sich vernetzen, wo die gleiche Problematik Thema ist. Und man zusammen, ich glaube, gemeinsam kann man mehr Druck aufbauen und mehr erreichen. Und es muss eine Verknüpfung zwischen direkten Aktionen sein, zwischen Vernetzungen der betroffenen Leute und natürlich einem weitgehenden Brainstorming und Entwickeln von Ideen, wie es weitergeht. Und das dann weitmöglichst auch selbst in die Hand nehmen, ohne auf Herrschaftsstrukturen zurückzugreifen. Und die beste Möglichkeit ist natürlich, Energieversorgung dezentral zu organisieren und weg von Monopolkonzernen wie Vattenfall oder RWE zu kommen. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, zaraz to co jest, nie ta żywa barykada, za nogi, za ręce, do dysek wleczeni, nie ma kompromisu w obronie matki ziemi. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, wokół mnie skupieni, dyskusje do rana, zasypiamy potrafiąc gwiazd, oparci o siebie niespokojni, niespokojni. O ziemię, o siebie niespokojni, niespokojni, o siebie. Wenn es Sie noch weiter interessiert, dann ist am Samstag eine Demonstration hier auf dem Campus, 14 Uhr startet es am Hauptbahnhof. Und dann wird es auch nochmal weitere Redebeiträge geben zur Vertiefung, wenn es interessiert. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, wokół mnie skupieni, dyskusje do rana, zasypiam potrafią z gwiazd, oparci o siebie niespokojni, niespokojni, o ziemię, o siebie niespokojni, niespokojni, o siebie.